Ja. Damit kommst du nicht davon. Meine Fresse, Alter. Naja. Mann, das ging ja voll in die Hose auch hier mit dem Typen. Aber egal, es ist jetzt so passiert. Naja. Naja, ich blend das jetzt aus mal. Hätte eigentlich nicht passieren dürfen, aber... Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so aufgelevelt, dass ich alles schlagen könnte. Was halt nicht so ist. Und ich kann auch sowieso nicht alles schlagen, weil ich bin jetzt nicht der Pro-Spieler vom Herrn hier. Das darf man auf jeden Fall nicht so sagen. Ich würde gerne geheilt werden. Danke. Ihr seht schon stärker aus. Ja, okay, dann mache ich jetzt die Haupt... Nee, warte. War noch nicht die Hauptmission, meine Freunde. Ja, habt ihr jetzt gedacht, ne? Ja, ja. Mach noch hier die Mission. So. Ja, ja, ich mache jetzt hier noch die Mission. Und dann werde ich noch die eine Diebesmission machen und dann werde ich jetzt die Hauptmission machen. Denn ich werde immer erst die Kurtisanenmission machen etc. und so und dann ist alles chill, gechillt. Wir müssen die Menschen aufwecken. Meine Kinder haben heute noch... Oh. Borgia Stiefel. So, gehen wir mal hier hoch. So. Du hast noch was zu sagen, ein Auftrag für mich, dann los geht's. Achtung, ich guck gerade mal, ob ich wirklich aufnehme. Ja, seit fast einer Stunde hier schon am Aufnehmen. Alles klar, es läuft super. Los geht's. Ezio, seit Madonna Solar ist tot, glaubt ihr Bruder Santino, wir gehörten nun ihm. Er kämpft um die Gunst der Borgia und muss sich als Führer der Kurtisanen beweisen. Demütigt ihn in der Öffentlichkeit und die Borgia wenden sich von ihm ab. Dann hören wir nie wieder von ihm. Besitzansprüche. Santino in der Öffentlichkeit fertig machen und demütigen. Santino aufhalten, bevor er die Kurtisane verprügelt. Alles klar, ich denke, das wird jetzt nicht so extrem schwierig. Wo ist er denn? Ah, der ist ja nur 100 Meter ungefähr entfernt. Brunnen im Pantheon bringen. So. Bringen wir den Typen jetzt zum Pantheon. Gott. Ah!
Dieser Mann ist ein wertloser Lügner. Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. So ist es richtig. So ist es richtig. So, durchsuchen erstmal alle. Was hat der denn noch so? Der hat bestimmt was Money, oder? Von den Borgia. 11 Florin, boah, ist der Typ. Reich, Alter. Richtig was bekommen von den guten alten Borgia-Leuten. Du mieser kleiner Scheißkerl. Willst du auf einer Pike enden? So wie eine... Hä? Was ist? Ich hab nichts gehört. Pferd. Komm. So, machen wir jetzt noch die Mission hier. Auf dem Weg könnten wir eigentlich zu der Bank hier gehen. Und noch ein bisschen Geld abheben. Boah, Junge, Alter, Pferd, weißt du? Ist schon schlimmer als Griechenland, ey, weißt du? Aber naja, ist ja ein anderes Thema. Wir müssen hier lang. So, hier ist irgendwo ein Bankier. Hier. So, dann tun wir mal Geld abheben. Und jetzt haben wir schon 11.500, Alter. Junge, Junge, Junge. Geht das? Fix. Aspetta. So, wir machen jetzt die Mission. Und dann gucken wir gerade, wie viel Uhr wir haben. Oh, was mache ich? Aufsetzen. Ezio. Und dann, ja, genau. Ne, tust du nicht. Dann, wenn wir noch Zeit haben, machen wir hier, dann, wenn wir noch Zeit haben, machen wir die, hier... Die Hauptmission. Ich denke schon. Wenn wir da noch Zeit haben, machen wir das auf jeden Fall. So, ich bin jetzt hier mit dir am Reden, also bitte hau mal bitte ab, ja? Danke. Ezio, ihr müsst meinem Bruder helfen, Aldo. Diese Halunken haben ihn. Bitte, er ist nur ein Taschendieb. Er hat niemandem etwas getan. Streunendes Hündchen. Aldo aus der Gewalt von Cento Occhi befreien. Aldo in weniger als 2 Minuten retten. Und 200 Meter. Junge. Wir sind nah dran. Tötet ihn! Ja, kommt doch her. Komm doch her, ha? Huh?
Wow. Ich komme, Aldo. Aldo, ich komme. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Jo. 100%, yes. Alles klar. War jetzt nicht so schwer. Jo, jo, jo. Totems. Aber mit drei, also schon drei Wurfmesser hier, ne? Ah, war schön, das war schön. Direkt schon mal ein paar Killen. Jo, das war schön, das war sehr schön. Oh, ich denke, wir können noch eine Hauptmission machen. Wir haben das ja in 5 Minuten geschafft und hier ist ja auch direkt nebenan. Also denke ich, geht das vollkommen in Ordnung. Und gehen zu der Söldnergilde. Ja, ich mache jetzt den nicht. Den Borgia-Hauptmann, die haben jetzt auch in letzter Zeit genug gemacht. Hier ist auch noch ein Cluster, aber das mal werde ich vielleicht nicht jetzt machen, denke ich. Jetzt, nee, ich mache das jetzt nicht, ich mache jetzt die Mission. Habt ihr euch verdient, die Hauptmission zu machen? So, B interagieren, komm. Ezio Auditore, kommt rein. Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier, lernt meine Frau kennen. Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene. Meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Scusatemi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna Dalviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Das müsste man als Thumbnail nehmen, Alter. Zwischen Baum und Borke. Den Borgia-Hauptmann eliminieren, der mit seinen Truppen die Kaserne angreift, damit sich die Söldner auf den französischen Angriff konzentrieren können. Nur den Hauptmann der Borgia töten. Die Aufgabe, und ich denke, das werden wir schaffen. Das ist jetzt keine unmögliche Aufgabe. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Erstmal den, plündern. Ich guck jetzt gerade, wie wir das machen. Ich hab eine Idee. Da wir keinen töten sollen, müssen wir natürlich vorsichtig vorgehen.
klappt sogar hier. Vorerst. Komm, hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, komm. Jetzt sei nicht so, als könntest du nicht klettern. Du kannst jede Wette richtig gut klettern, mein Freund. Und so alt bist du im Moment auch noch nicht, also. Und Schätze sind sie auch noch. Das sollte man bedenken, wenn man hier ist. So, verbrennen wir den. Zu Bartolomeo und Petisilea zurückkehren. Das machen wir auch sofort. 10 von 101 Borgia-Bahn. Das heißt, es fehlen ja noch genügend. 91, genau. Ja, wäre auch unnötig, wenn jetzt hier noch Leute die Sachen beschützen würden hier. Glas mit Blutegeln. Jede nur denkbare und sind noch da. Hey, ich bin ja da, um sie zu stürzen. Keine Sorge, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich werde mir jetzt auch, so gut es geht, immer was renovieren, wenn ich in der Nähe bin. Und Schnellreisetür-Teile, die sind ja auch gut, die kosten nicht viel und gehen auch schnell. Und ich habe ja auch erst 4 von 18, also da geht noch was. Romulus Gräber könnten wir eigentlich auch demnächst mal wieder machen. Aber das kommt später. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Sie hat gesagt, ich habe den Plan hier hingelegt, aber wo? Ich finde ihn einfach nicht. Jo, Architekt. Bitte verbessern. Nach Renovierung von Bartolomeos Kaserne verfügen die Söldner über eine markante Präsenz in Rom, was ihnen beim Kampf gegen die Borgia zugutekommt. Das hört sich gut an, deswegen machen wir es. Und jetzt sieht es hier auch noch schön aus, ne? Grazie, addio. Und ist sie nicht wunderschön? Wunderschön. Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehm diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen?
und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Nette Frau, die Frau. Ja. Dann werden wir kurz auch hier reingehen. Ja, 100% haben wir geschafft, das ist natürlich klar. Madonna, hat Machiavelli sich gemeldet? Ja. Die Tauben bringen die Namen päpstlicher Agenten. Das Jubeljahr führt viele Pilger nach Rom. Für Absolution geben sie bereitwillig ihr Geld der Kirche. Das drohende Fegefeuer überzeugt auch die Unentschlossenen. Die Einnahmen der Agenten gehen direkt an Cesare. Bald ist Geld die geringste ihrer Sorgen. Da hat sie wohl recht. So, ab sofort stehen die Kämpfe in der Kaserne zur Verfügung. Ja, das ist mir klar. Und auch noch Aufgaben. Attentatsmission. Um Auftragsattentate zu erhalten, genau. Mich, der jetzt eingesammelt habe, ich habe keine Ahnung. Als Federn, okay. Okay. Ich suche jetzt noch das Cluster. So war das jetzt nicht geplant, aber egal. Da ist es ja. Muss mal kurz das Licht anmachen. Bei mir ist eher gar